Super, dann würden wir jetzt anfangen. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Es ist ja wirklich an einem Sonntagabend nicht selbstverständlich. Ich glaube, es wird sich lohnen. Also schon mal an der Stelle ganz herzliches Willkommen zu unserer Veranstaltung mit dem Titel Front National, AfD, Jobbik, was tun gegen den Rechtstrend in Europa? Das ist, ihr habt vielleicht die Flyer gesehen, die gibt es da vorne auch nochmal, eine Veranstaltung der Landesarbeitsgemeinschaft Internationals, der Linken Berlin. Wir haben uns überlegt, dass wir im Vorfeld der Europawahlen, die im Mai 2019 ja stattfinden, diverse Veranstaltungen zum Thema EU, Europa von links veranstalten, dass wir uns mit der aktuellen europapolitischen Debatte befassen. Und das heute hier ist jetzt die zweite Veranstaltung in dieser Veranstaltungsreihe. Und wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid, aber auch, dass wir drei wirklich interessante Referentinnen gewinnen konnten. Die Veranstaltung findet heute auf Deutsch statt, unsere sonstigen Veranstaltungen machen wir auf Englisch. Genau, das ist jetzt so der technische Hinweis noch. Ich möchte eine kurze Einleitung ins Thema geben und dann unsere Referentin kurz vorstellen. Wir haben gedacht, dass wir ungefähr bis 21 Uhr heute, also um 21 Uhr spätestens, auch den Raum verlassen. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen mehr als eine Stunde, anderthalb Stunden Zeit, um Inputs zu hören, aber auch dann nochmal natürlich eure Fragen, eure Anmerkungen, eure Ideen noch mit einbeziehen. Ich bin Judith Bender, ich bin Mitglied im Parteivorstand für die Linke und auch im Parteivorstand der Europäischen Linken und zusammen mit Phil Butland, die koordinieren wir diese Landesarbeitsgemeinschaft Internationals. Und wir haben uns überlegt, Europa, die EU, das ist ja ein weites Feld, das ist nicht das Gleiche, was wir in der Debatte ja oft auch vermengen. Und uns war ganz wichtig, dass wir in unserer Reihe Europa von links auch beleuchten, den aktuellen und auch länger schon anhaltenden Trend, rechte Parteien und Bewegungen werden stärker. Es gibt Regierungskoalitionen, wo sie beteiligt sind. Es ist eine Politik, die zunehmend salonfähig wird. Wir erleben eine Verankerung rechter Ideen, rechter Bewegungen in der Gesellschaft, auf der Straße, aber natürlich auch zunehmend in Parlamenten. Und mit Blick auf das nächste Jahr, auf die Europawahl, können wir auch befürchten, dass es starke rechte Fraktionen dort geben wird. Und natürlich propagieren sie, eine Alternative zu sein, aber wir sind uns natürlich alle sicher, dass ganz klar Neoliberalismus Austeritätspolitik verschärft werden. Und unser Ziel ist einfach heute einmal zu konstatieren, wie ist eigentlich, was ist die Ursache von dieser Entwicklung, wie zeigt die sich auch in verschiedenen Ländern, deswegen auch das Ziel mit verschiedenen Referenten heute aus verschiedenen Ländern ins Gespräch zu kommen und natürlich ganz wichtig, was sind unsere Strategien, Linke, als sozialistische Partei, wie gehen wir sozusagen mit der Situation um und was tun wir im Kampf gegen die Rechtsentwicklung? Also das ist ein bisschen das Ansehen, was wir heute haben und dafür haben wir drei Referenten eingeladen, die ich gerne vorstellen will. Begonnen zu meiner Rechten mit Daniel. Daniel hat heute den weitesten Weg. Daniel Obono ist angereist aus Paris. Bienvenue, Daniel. Applaus für dich. Daniel ist Mitglied in der Assemblée Nationale für die Parlamentsfraktion La France Insoumise, das unbeugsame Frankreich, und hat ihren Wahlkreis im 17. Arrondissement in Paris. Und wir freuen uns total, in Frankreich passiert ja sehr viel. Letztes Wochenende große Proteste, Stop Macron. Die deutschen Medien berichten nicht sehr viel darüber, aber deswegen ist es natürlich umso schöner, dass wir auch aus erster Hand Informationen bekommen. Und ganz besonders interessiert uns natürlich von Daniel, wie ist die Lage in Frankreich, wie stellt sich die Front National auf und was macht auch die französische Linke? Genau, was sind eure Strategien und wie können wir uns auch weiter besser vernetzen? Vielleicht noch den Hinweis, dass Daniel, ich glaube, ein bisschen Deutsch versteht, aber auf Englisch sprechen wird. Und auch an der Stelle jetzt schon mal ein herzliches Dankeschön an Lisa, die die Übersetzung übernehmen wird von der LAG. Das ist ja immer ein schwieriger Job, deswegen
genau dann auch später, wenn ihr Fragen stellt und so, bitte da ein bisschen respektvollen Umgang miteinander. Und Lisa, herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast. Dann ganz links sitzt Judith Langowski, Deutsch-Ungarin, Redakteurin für den Tagesspiegel, habe ich gelesen, für Berliner Themen, aber auch natürlich für Themen mit Bezug zu Ungarn. Wir haben überlegt, dass wir es auch sehr wichtig finden, die osteuropäische Perspektive hier heute mit zu vertreten. Da gibt es natürlich auch andere Länder, die wir erwähnen können. Aber wir freuen uns ganz besonders, jetzt auch nochmal die Situation in Ungarn zu beleuchten. Und großen Applaus für dich, Judith. Herzlich willkommen hier bei der Lesung. Und zu meiner Linken direkt Dr. Gerd Wiegel. Gerd ist Referent in der Bundestagsfraktion Die Linke im Bundestag für Rechtsextremismus und Antifaschismus und forscht sehr, sehr viel, aktuell natürlich besonders zur AfD. Wir alle wissen bestimmte Dinge zur Alternative für Deutschland, aber Gerd hat da natürlich auch nochmal einen ganz detaillierten Blick drauf und wir freuen uns, Gerd, dass auch du hier bist und dass wir uns ganz speziell auch nochmal mit der Rolle der AfD in den Parlament, aber auch außerhalb befassen können und ja, was deine Analyse der Situation ist, Charakteristika, wie können wir die Partei beschreiben und was bietet sich vielleicht auch an für uns als Linke als Gegenstrategie. Herzlich willkommen, Gerd Wiegel.